Rein da und wo war der Koch? Ich glaube hier. Karte? Ja, so ungefähr. Na gut, sind alles Erfahrungspunkte, sind alles rote Essenzen. Sollten wir gleich mal angucken, was wir eigentlich noch brauchen, außer roten Essenzen für den Heiltrank. Weil das bringt nicht so wirklich viel, wenn wir hier alles an roten Essenzen farmen und dann fehlt der ganze Rest. Also hoch. Hoch. Oh. Wie jetzt? Ist aber nicht der Fallen. Warum ist der Fallengang wieder aktiv? Ich bin hier vollkommen falsch. Ihr mich auch. Geht weg. So. Menno. Wo war der Koch? Der Koch war rechts lang. So. Münze ist immer gut. Weg hier. So, du stirbst. Da oben könnte das sein. Also hier. 104, sehr schön. Ach, das müssen Crits sein, also kritische Treffer. Ah, okay. Oh ja, macht mal. Da nach oben. Wir müssen nach rechts. Okay. Dann müssen wir an dem da vorbei. Zack, zack, zack. Satyren rein. Da sind die Köche. Der Koch war hinter der Tür da hinten. Also rechts. Schnitzel, kleine Axt. Können wir gleich mal gucken, ob die besser ist, aber erstmal direkt braun. So, hallo, wir würden gerne Satyrinnereien, kleine leere Fiole brauchen wir dafür. Erstellen. Erstellen. Was brauchen wir für das da? Fledermausflügel. Okay, also wir brauchen Innereien für den Heiltrank, für den Regenerationstrank, Fledermausflügel für den Heiltrank. Und sonst nur die leere Flasche und die roten Essenzen. Damit kann ich leben. Was ist damit? Langsames Gift haben wir schon einmal. Okay. Erstellen. Erstellen. So, jetzt haben wir erstmal genug. Also, wir hätten das gerne, das gerne. Axt. Axt. 44 Schaden. 44 Schaden kann also weg. Wenn er sie denn kauft. Kleine Axt. 14 Münzen. Hast du was Neues im Angebot? Rezepte. Nö, die haben wir schon. Diverse Gegenstände. Teleportation zur Küche. Muschel. Teleportiert direkt in die Küche. Essenzen. 10-mal kristalline magische Essenz. Ha, also all die, oder das meiste für die Tränke kann man sich also auch direkt kaufen. Natürlich auch praktisch. Und da sind ganz viele Fledermausflügel. Ich meine Fledermäuse. Nicht so weit oben fliegen würden. Aha. Also hier können wir richtig gut Heiltränke farmen. Oh. Dann ist jetzt schon ganz schön häufig Rüstung beschädigt gekommen. Ich weiß nur nicht, wie ich Rüstung repariere. Boah, das müssen wir demnächst mal gucken. Oder einfach eine bessere finden. Du kommst mit, du kommst mit. Noch irgendwo Flattermäuse? Nö. Dann geben wir wieder ein Stück von unserer Seele ab, um geheilt zu werden. Und gehen dann zu dem garstigen Köter. Jetzt wäre hier rum, darum. Dahin, da rein. Da hoch, da hinterher. Da weiter runter. Und hier. So, Speer raus. Das heißt, wir trinken jetzt den Regenerationstrank, halten uns nicht damit auf, zu versuchen, auf den Köter zu schießen. Sondern machen das anderweitig. So, F3 waren Tränke. Wir sollten Vorwaffen wechseln. Okay, F2 waren Waffen.
Womit wollen wir die Küte denn umbringen, wenn wir nah genug rankommen? Oh, wir haben ein neues Schwert. I. Wir haben ein Schwert mit 41, ein Schwert mit 46. Können wir das hier irgendwie wegmachen? Wie kriegen wir die wieder leer? Nochmal entfernen? Nö. Okay. Du? Nein, nicht rechte Maustaste. Du? Schnelltaste zuordnen. 1. Okay, also gutes Schwert. F3, Regenerationstrank. F1, rein da. Ja, du mich auch. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Ganz schön. Komm. Ich will schnell laufen können. Nein, nicht. Ich wollte einen Heiltrank und nicht diese... Okay. Wir laufen da jetzt einfach hin und hoffen, dass der Hund nicht wieder da ist. Wegen dem Speicher. Und sonst haben wir eigentlich nur ein paar Nerven und einen Regenerationstrank verloren. Wobei ich den Regenerationstrank fast verkraften kann. So, leicht nach links. Leicht nach links. So. Speer. Peaks. Gutes Schwert. Reingucken. Nein, er ist wieder da. Okay. F2. F3. Ein Heiltrank für das kleine Fitzelchen. Ein Regenerationstrank jetzt. Und rein da. Go. Nicht. Genau, haha, so kann ein bisschen abkürzen. Kleines bisschen, denke ich mal, wird das schon bringen. Also, dass ich vorhin geschlagen habe, nicht unbedingt, aber der Rest könnte helfen. Ja, schaut gleich viel besser aus. So, komm her. Zack. Puppe. Menno. Ist hier oben sonst noch irgendwo irgendwas? Bin hier eben nur durchgerast. Irgendwas zum Anzünden gab's nicht, ne? Nö. Nö, okay. Raus hier, Puppe abgeben. Also erstmal einen ordentlichen Heiltrank trinken. 1. So. Puppe. Hier hast du deine Puppe wieder. Danke, Mister. Ihr seid nett. Hier nehmt mein Frosch Ballon. Was? Ballon. Er frisst gerne Käfer. Globusfrosch? Was zur Hölle ist ein Globusfrosch? Halb Frosch, halb Ballon. Nutzt seine Zunge, um kleine Kreaturen zu fangen. Wie Fledermäuse, Bienen und kleine Spinnen. Okay, kriegst einen Hotkey. 6. Oh, das ist ein Haustier. Kommst du mit? Ja, wie geil. Du hast dein erstes Haustier erhalten. Haustiere folgen und helfen dir, wo auch immer du hingehst. Du kannst sie rufen oder wegschicken, über das Inventar oder durch benutzende Schnelltasten. Wie andere Kreaturen auch, können sie verletzt oder sogar sterben. Im Panel oben kannst du ihre Gesundheitsbalken neben deinem sehen. Ist dein Haustier verletzt, schick es weg und wechsel zu einem anderen. Weggeschickt regenerieren sie ihre Gesundheit. Jedes Haustier hat eine spezielle Art, dir zu helfen. Ermüdet dabei aber und verbraucht etwas Energie. Ein Haustier ohne Energie kann dir nicht helfen, sodass du es erholen lassen solltest. Sterben klingt jetzt nicht so gut. Aber gut, ich schicke den mal ganz kurz weg. Obwohl, der regeneriert auch so Energie. Achso. Er regeneriert Lebenspunkte, wenn er nicht da ist, aber Energie regeneriert er sich durch einfaches Hinterherlaufen. Können wir nicht auch aus Blasebalg missbrauchen? An den haben wir ja schon. Wir brauchen noch einen Hammer des Schmiedes. Gucken wir mal. Oh. Du, weg da. So. Ich sollte mal noch einen Heiltrank trinken.
Null. Waffe wechseln. Okay. Ich kann den Boden hier nicht sehen. Das ist ein bisschen irritierend. Und wo kommt... Ah, das ist ein Ameisenbau. Au, 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 au. Ach du Scheiße. Noch ein Heiltrank. Hier ist ein Eimer. Noch so ein Ding. Können wir dich irgendwie benutzen? Nee. Oh, das ist ja praktisch. Sehr praktisch. Der killt die ganzen Fledermäuse. Oh, wie geil. Ich mag dich, Ballonfrosch. Du bist ganz toll. Der ist echt irre praktisch. So, dich machen wir nochmal an und wir haben eine neue Möglichkeit zum Abkürzen gefunden. Wo bist du? Du bist unten in der Mine, das passt ja. Dann ist hier oben Mine, da ist unten Mine. Zurück. Was war... Aha, es war ein Dieb. Okay. Dann lassen wir das Licht hier mal aus. Schmeißen hier was hin. Nämlich einen leichten Dolch. Und machen das Feuerzeug aus. Na? Versteck mich mal, ich duck einfach. Oh, haust du vielleicht noch weg? So. Nö, wieder nicht. Leichte Dolch. Aber ich muss das ja sehen können. Legen wir mal. Oh, Rubin. Perfekt. Ablegen. Also, wenn er dir nicht klauen will, dann weiß ich auch nicht. Komm schon, er funkelt. Irgendwas nicht richtig mit dem Kerl. Gut, machen wir das Licht nochmal kurz an. Ausrüsten können wir nur auf dem Boden. Ausrüsten. Zink. So, hier war irgendwo eine Lampe zum Anzünden. Da. Und da. Und irgendwo muss noch eine sein. Aha, da. Tut sich nach Schlange an. Au. Oh, Level up, sauber. Und der Rubin hängt immer noch da oben rum und kein Dieb taucht auf. Ist echt komisch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ah, da ist der Dieb. Und schnappt sich meinen verdammten Rubin. Okay, okay. Damit kann ich arbeiten. Wir legen jetzt hier was hin. Und zwar... Rolle Nahkraftmeisterschaft ablegen. So, holen jetzt Fröschli. Gehen auf die andere Karte, gehen zurück. Okay. Gehen hier hinten hin und warten. Ich will jetzt nicht nach ganz unten gehen müssen, um dann die Karte zu verlassen. Dann kommt er ja jedes Mal wieder weg. Okay. Nee, so klappt das nicht. Frosch wieder weg. Dumm die dumm. Dumm die dumm. Nö. Also es muss nicht im Schatten liegen, es muss nicht besonders beim Licht liegen. Man muss nur einfach weit genug weg sein und trotzdem schnell genug wieder hinkommen. Ich probiere es mal hier. Ablegen. So. Lauern. Ha, da kommt er. Stirb.
So, Rolle der Nahkampfmeisterschaft. Merkwürdige Schriftrolle. Und wo verdammt nochmal sind meine Rubine? Was macht man die merkwürdige Schriftrolle? Sieht aus wie eine Rolle der Teleportation. Okay. Wow. Ist das mein Rubin? Münze? Kleiner Saphir? Puppe? Da sind meine Rubine. Und leichter Speer. Das ist wohl deren Hauptquartier. Moment mal, wie kommen wir raus? Oh, indem wir sie alle umbringen. Okay. Kann ich mit leben? Die Puppe haben wir schon abgeliefert. Du machst 29 Schaden. Du machst 32 Schaden, also kannst du hier bleiben. So, hinter die Säule. Es ist doch gar nicht verdächtig, dass das Feuerzeug davor lugt und das Schwert. Mm-mm, absolut nicht. Können wir hier irgendwo was anklicken oder kaputt hauen vielleicht? Nö. Okay, dann müssen wir vielleicht einfach nur so 10, 20 Sekunden stillstehen und nichts machen. Ich kann jetzt im Heiligenschein raus, aber es wäre ein bisschen doof. Außerdem denke ich mal, den Heiligenschein gibt es nur, wenn man auf Mittel spielt. Auf Schwer oder so kann ich mir vorstellen, dass es den gar nicht gibt. Das macht das Spiel ja gleich um einiges schärfer. Nö, komm nicht. Na gut, da kommst du jetzt mit. Und wir drücken einfach mal 9. Sauber. So, Spiel wurde gespeichert. Kleiner Cut. Und in der nächsten Folge suchen wir weiter den Hammer und den Amboss. Also bis gleich.